Ich wette, hier geht's raus. Ja, wir waren doch schon fast draußen. Den letzten Runenstein auch noch finden. Ja, komm schon. Ein anderes Mal. So, jetzt gehen wir zur Schildkröte. Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Aha, Chauli. Okay. Direkt hinter dir. Ah, super. Was zur Hölle? Wieso denn? Bam! Ja, Mann, was für ein Combo! Was? Komm her! Sind da noch mehr? Oh ja, da kommen tatsächlich noch mehr. Wo ist meine Axt? Bin schon da. Fetz ihn auseinander. Ah, ah. Okay. Das war gut, oder? Passabel. Na. Hey, warte. Was ist das? Du sollst mir vorlesen und nicht drauf schießen. Was steht da? Tod dem Rabengott. Fürst der Gehängten. Okay. Da geht's auch hoch. Aber da kommen wir her, oder? Nee, da ist eine Kiste. Direkt hinter dir. Habe ich die schon geöffnet? Nee, die ist zu. Mich beinahe umgemetzgert, aber ich gehe jetzt rein zur Hexe. Weil ich schon gesehen habe, da kann ich auch nichts ausrichten. Ich brauche irgendwelche Sachen immer. Einfach zur Hexe und dann ist gut. Vater, sie ist hier. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her, sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hä? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte.
Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Mili. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Aber er hat keinen Körper. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Ich wusste es. Sieht gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusst es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt. Gern geschehen. Was sollte das denn? Wir können ihr nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Bleibt immer an diesem komischen Stein stehen. Aber ich wusste es. Atreus, folge mir. Bin gleich da. Ich wusste, dass es Freya, die Göttin, ist. So, die ganzen... Diese Pflanzenwelt und Tierwelt. Das musste Freya sein. Naja, gut. Jetzt abwärts. Wir fahren nicht mit dem Boot, wir machen die Schnellreise. Macht mehr Sinn. Gut. Hier gibt's auch jetzt Nebenquests, aber das sind wahrscheinlich diese Geister, die man befreien muss, ne? Naja, aber die machen wir jetzt nicht. Wie gesagt, wir gehen jetzt zu Brocks Laden. Mimir, warum hat Freya dich angespuckt? Nein, erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Eher nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen... Zauber? Mimir?
Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zum Leben. Ich brauche noch einen Moment, um ganz aufzuwachen. Ist der etwa kaputt? Ist doch kein Roboter. Na gut, es ist ein magischer Kopf, der jetzt an meiner Hüfte baumelt und redet mit mir. Das ist echt krank hier. Komm, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Okay. Dann reden wir mit der Schlange. Das hat ja auch vorher auf dem See so gut geklappt, ne? Gut, jetzt halte meine Lippen an das Horn. Okay. Errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das? Sie dachte, ich hätte gesagt, ihr wärt Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Krass. Hey, seht mal. Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Und so wieder runter.